meinem Kanal Kochen mit Fam. Heute koche ich Wonton-Suppe, aber ist nicht große Wonton-Suppe, kleine Wonton-Suppe. Also oben ist eine große Wonton-Suppe. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch oben noch mal schauen. Also Wonton, groß, da ist man mehr Füllung. Aber jetzt, heute mache ich Wonton mit einem kleinen Teig. Dann isst man mehr den Teig. Deshalb heute wird weniger Füllung gemacht. Als Füllung nehme ich Schweinehackfleisch, nur Schweinehackfleisch und mit Garnelen, kleine Shrimps. Und für die Gewürz nehme ich nur Kochwein und Ostensoße und Öl. Und für die Suppe, ganz einfach, ich nehme vom GEFO diese Gemüsebrühe. Ich mag keine Werbung, GEFO, ich mag gerne diese Gemüsebrühe Pulver, also sieht so aus. Und nehme ich noch, vielleicht für Deutsche nicht gewöhnlich, aber die ist jodreich. Das ist Algen. Getrocknete Algen. Ich bereite gleich vor, ihr könnt sehen. Aber die ist sehr lecker. Also, wie sagt man, ja, das kleine Wonton-Suppe in Shanghai ist man immer super mit ein bisschen Algen. Das ist getrocknet. Okay, dafür noch zwei Eier. Eier wird Rühreier gemacht, wird auch geschnitten. Und okay, dann lange reden kurz. Kurzen Sinn, machen wir jetzt. Lass uns anfangen. Ich habe Knoblauch, Ingwer in Heißwasser mit Knoblauch, Ingwer circa eine halbe Stunde ziehen lassen. Also dann das Wasser, Ingwer, Knoblauch, Wasser, wenn das Wasser kalt ist, dann langsam immer umrühren in Schweinehackfleisch rein. Und bis Schweinehackfleisch sehr schmeidig ist, und dann gebe ich chinesische Kochwein. Also alle Menge Angabe steht unten im Infobox. Und in Garnelen gebe ich auch einen kleinen Löffel Kochwein. Und jetzt ist die Austensoße. Das kommt schwer raus. Also Austensoße auch in die Füllung Schweinehackfleisch rein. Und dann gebe ich noch Salz. Und ein kleines bisschen Zucker. Und das ist meine Waffe, mein Geheimnis. Das ist von GEFO, diese Gemüsebrühe-Pulver. Ich nehme die immer. Und auch rein umrühren und zum Schluss gebe ich Öl. Und in Garnelen auch ein bisschen, nur ein bisschen Salz geben. Und dann gebe ich die Garnelen in Fleisch rein, Schweinehackfleisch rein. Sehr gut, nochmal umrühren und dann mit einer Frischfolie zuzudecken. Bitte eine halbe Stunde im Kühlschrank bewahren. Und zwei Eier. Und gebe ich wieder diese Gemüsepulver und ein bisschen Salz rein. Ein bisschen Pfeffer und Salz rein. Und ich nehme immer gerne mit Stäbchen umrühren, also schlagen. Und dann ein ganz kleines bisschen Öl in eine Pfanne. Und dann gebe ich
Eierei, aber bitte erste 2 Minuten nicht berühren. Bis am Rand, Eierrand, die bisschen von Pfanne getrennt sind, dann einmal nur umwandeln. Und jetzt nach halb Stunde ist dieses Fleisch mit Schweinehackfleisch mit Garnelen nehme ich raus und nehme ich ein kleiner Wonton-Teig, also Teig für kleine Wonton. Ich habe vorher gesagt, große Wonton nehme ich sehr viele Füllung, kleine Wonton nehme ich weniger Füllung. Also wie ihr das macht, ist auch egal. Nur wichtig ist die Füllung beim nachher bei Kochen nicht aus Teig rausgehen. Also das heißt, ich mache einmal der Raum, mache einmal langsam Bewegung. Also habt ihr gesehen, dass ich mit dem Finger den Teig, den Füllung sehr gut geschlossen hat. Fertig! Und jetzt koche ich heißes Wasser, also in Wonton, in gekochtes Wasser reingeben. Und einmal, wenn die kocht, einmal kaltes Wasser geben, kleine kaltes Wasser geben, bis die alle kleine Wonton schwimmt. Dann ist er fertig. Dann gebe ich noch Pad Chao. Also Pad Chao ist auch lecker und macht auch die Farbe. Farbe macht auch sehr appetitlich. Fertig. Und die Algen weiche ich mit kaltes Wasser ein und auch ein bisschen zerkleinern. Also wenn ihr Algen nicht mögen, muss nicht Algen rein. Aber Algen mag ich gerne essen. Und auch traditioneller Shanghai kleiner Wonton-Suppe, also nicht immer so häufig ist mit Algen. Also meine Mama macht immer Algen rein. Deshalb esse ich gerne Algen und tue ich hier auch rein. Und die Eier habe ich gekocht, dann in Streifen schneiden. Und jetzt ist die Gemüsebrühe Pulver, also so eine volle Esslöffel, kann für 2 Leute, also kann 2 Portionen machen. Ich gebe gerne ein bisschen Maggi, aber muss nicht. Das ist nur alternativ. Dann gieße ich mit gekochtes Wasser, heißes Wasser. Und dann hole ich Wonton, kleine Wonton und Pad Chao raus aus dem heißen Wasser. Dann tue ich im Suppe rein. Und natürlich darf man nicht vergessen, diese Eierstreifen auch dazugeben. Und Frühlingslauch oder Schnittlauch. Fertig! Oh, ich kann nicht mehr warten. Riecht sehr lecker. Und Wonton-Suppe. Kleine Wonton-Suppe. Und bei Sinnoh-Anfang ist eine große Wonton-Suppe. Könnt ihr hier auch reinschauen. Tu noch ein bisschen Sesamöl. Weil diese Suppe ist ohne Öl, ne? Du musst ein bisschen sparsam. Öl ist teuer geworden. Okay, Raul, darf ich probieren? Klar. Also, diese Algen, wirklich, ist gesund. Ich glaube mir. Ich esse. Raul will nicht sehen. Ah, Deutsche, komisch Deutsche. Aber ich probiere eine Wonton.
Ausgezeichnet. Da freue ich mich. Die Jasmin-Moni, sie kommen heute Abend nach Hause. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die ganze Zeit der Unterstützung. Besonders danke ich dir, lieber Helga. Und schreibt mir immer die ersten Kommentare. Vielen, vielen Dank. Und auch viele Leute schreiben Kommentare. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich. Und mein Abo, mein Kanal ist kostenlos zu abonnieren. Und wenn ihr mögt, wir sehen uns nächsten Donnerstag. Bis dann. Tschüss.